Hallo und willkommen zu einer freshen neuen Episode Clash of Titans mit Winifred und wir wollen gleich noch den Namen ändern und ihr wisst natürlich, in was ich mich ändern werde. Das ist eigentlich offensichtlich. Was ich mich gefragt habe ist, wenn ich jetzt hier was schreibe, dann er verdient übrigens brutto 3000, der Gala Gladi, also herzlichen Glückwunsch. Das ist so geil. Ich kann den global eigentlich meistens gar nicht zeigen, weil so die meisten Diskussionen. Ich schreibe jetzt einfach mal Hallo und dann werde ich mal gespannt, wenn ich umbenenne. Wie ändert sich. Steht das denn im Global? Ich glaube nicht, oder? Also, wir nehmen jetzt mal Anzeigen, Namen ändern, 500 Juwelen. Mobile Fanboy. So. Ah, endlich. Endlich. Hoffentlich haben wir jetzt nicht verschrieben. Aber wenn ich mich verschrieben habe, ist das ja egal, denn dann könnte ich ja rein theoretisch noch mal ändern. Allerdings würde er ja dann, würde die Umbenennung dann 1000 kosten. So. Vroom. Bestehen. Ups. Nein. Ja. Die wollen mich nicht. Die wollen mich nicht umbenennen. Die wollen nicht, dass ich mich umbenenne. Jetzt habe ich mich. Hä? Wer sollte es sein? Wer? Ja, tatsächlich. Eben stand ich noch so drin und jetzt stehe ich so drin. So, und da würde ich mal sagen, greifen wir jetzt im Clankrieg an. Ich habe mir schon jemanden rausgesucht. Oh, wir haben erst noch einen Live-Angriff. Und zwar auf Slowdown von King Trabzon. 61. Was hat er gemacht? Ja, er blitzt die Luftabwehr. 3 Elektrodrachen. Ja, Königin kann er noch zünden. Macht er auch. Oh, er hat schon geguckt. Guck dich das mal an. Aber das ist wieder. Unten ist das echt wieder eigentlich extrem unausgeglichen, weil die 24, die sind beide 24 von der Nummer her, aber er hat 51er Helden und Slowdown hat 30er, 30, 36, also müsste er es eigentlich schaffen, aber es ist zeitlich jetzt schon wieder ein Problem. Das wird schon wieder eine Zeitfrage, weil er hat schon wieder so viel Zeit eigentlich jetzt hier verplempert. Ja, jetzt ist der eine Elektrodrache, ist jetzt noch beschäftigt mit dem Luftfeger. Das wird wieder alles sehr, sehr tricky werden. Habe ich Sound überhaupt an? Bitte, lass mir nicht den Sound anhaben. Ja, ich habe Sound an. Das ist gut. Das ist immer gut. Erstmal zum Kaffee, solange wie der gute Trabzon jetzt hier noch angreift. Oh, Magier in der Klammerburg, Hexe, Baby Dragon sehe ich und. Ja. Der Eilzauber war jetzt natürlich eher Semi, der Erste. Und. Ich weiß nicht genau. Also, ich habe bisher noch nicht so rausgefunden, warum man Loons benutzen sollte mit Elektrodrachen, weil wir sehen es ja jetzt auch hier, die hauen einfach ab. Die sind viel zu schnell. Die Elektrodrachen können überhaupt nicht tanken für die Loons, weil die Elektrodrachen einfach in dem Fall zu langsam sind. Aber er hat jetzt schon. Ja, das Rathaus ist gleich kaputt. Das ist natürlich super eigentlich. Die Base ist eigentlich nicht so gut, weil er kann eigentlich direkt. Entweder freest er die Art der Devon aus Rathaus oder er freest das Rathaus und den Inferno-Turm. Von daher wird es zeitlich eh nicht mehr reichen. Da bin ich mir sicher. Es wird, selbst wenn die noch leben würden, Jens, es würde zeitlich nicht mehr reichen. 50 Sekunden. Es sind noch ein paar einzelne Gebäude, die frei stehen. Glaube ich nicht, dass das noch reicht. So, erstmal schon Kaffee. Moment. Ja gut, irgendwann. War ja klar, dass ich mich irgendwann nochmal umbenennen werde. Also, dass ich jetzt nicht mein Leben lang Fredo Lauch heißen würde, das war ja eigentlich abzusehen. So. Gucken wir weiter. Der ist noch dabei. 21 Sekunden. Ja, aber selbst wenn er den Turm jetzt noch holt, wird es ja knapp. Er hat jetzt nichts mehr an Death übrig. 11, 10, 9, 8. Es wird nicht reichen. Da ist ja nichts daneben. Es ist kein Gebäude daneben, was er noch mitnehmen kann. Von daher. Ah, guter Angriff, aber 97%. Ich greife jetzt am PC an. Hoffentlich wird das was. Hoffentlich. Hoffentlich wird es kein Fail. Habe ich denn überhaupt alles dabei? Wir gehen von oben rein. Ansonsten gehen wir dann übers. Ne, wir gehen nicht. Wir gehen von unten vor beim Rest. Ha, wir gehen gleich vom Rest von unten vor. Können hoffentlich noch was holen. Zwei Sterne. Das ist eigentlich mein Ziel. Mein Ziel sind eigentlich 2 Sterne. So. Ah, 9 Elektrodrachen. 4x Freeze. Ich habe alles dabei. Und 3, 2, 3, 2, 1. Ich habe mich nicht informiert, wo irgendwas steht. Und 3, 2, 1, go. So, du nach da. Du nach da. Du nach da. Jetzt ist schon alles kaputt. Kommen die Helden hinterher hoffentlich. Laufen jetzt auch hoffentlich in die Mitte rein. Das wäre sehr gut.
Ja. Nein, König hat sich gedacht, ich nicht. König hat sich gedacht, ich laufe nicht in die Mitte rein, aber die Königin läuft in die Mitte rein. Der Golem ist am... Oh, der Golem tankt natürlich einfach mal sehr schön. Der Golem tankt natürlich einfach mal sehr schön für uns. Na, das ist doch schon mal gut. Königin kann ich gleich noch zünden. Werden wir gleich auch noch auf jeden Fall tun müssen. Level 2. 2 Sterne Rathaus. Ja, Clan-Truppen kommen schon raus. Das ist gut für uns. Nein! Giftzauber verbockt. Oder? Jetzt muss ich Glück haben, dass sie noch in den Giftzauber reinlaufen. Die Hexen, das wäre gut. Lauft in den Gift. Ja, haben wir geschafft. Lol, die hat die ganze Clanburg geholt. Die hat einfach mal die ganze Clanburg geholt. Wie geil ist das denn? Okay, muss ich sagen, das ist definitiv eine... Das war mal gut. Also das war mal gut. Muss ich sagen, das hat sich mal gelohnt. So, da schon mal frieseln. Wutzauber drauf. Jetzt schon mal da frieseln. Wutzauber drauf. Und, Moment. Wo schießt die drauf? Müsste eigentlich reichen jetzt. Noch mal einen drauf. 81, Leute, haben schon 81%? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, dass das so schnell ging hier. So. Ja, das Problem wird jetzt aber sein, dass wir noch den zweiten Inferno-Turm, glaube ich, nicht richtig kriegen. Oder doch? Moment. Der hat sich nämlich auf den Warden eingeschossen. Kriegen wir es noch hin oder nicht? Ich glaube nicht. Es wird knapp. Komm. Oh, Spiel mit dem Feuer. Aber jetzt ist zumindest noch die Adlerdef da. Das ist auch noch ein Problem. Kommt von zwei Seiten noch. Ah, oh, 100er, bitte. Komm. Und 100%, bitte. Es wird so knapp. Es wird so knapp und wir schaffen es nicht ganz. Ach, ist das unfair. Ach Mann, ist das unfair. Egal. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ach Mann, so knapp. So, wir fordern mal jemanden. Anfragen. Nach dem Angriff ist vor dem Angriff, Leute. Das ist immer so. Man soll sich jetzt nicht großartig ärgern, sondern soll direkt weiter gucken. Wir müssen ja noch ein bisschen farmen. Na, sonst dürfen wir jetzt hier nicht so lange uns ärgern. Wir müssen noch Zeug zusammen farmen, nämlich Gold habe ich 4,3. Ich habe nicht so viel Elixier, weil ich ja die ganzen Elektrodrachen ausgebildet habe. Das wird sich jetzt aber wieder ändern. Ich nehme jetzt nämlich wieder ein paar Hexen mit, ein paar Valkyren mit und ich nehme aktuell immer 4 bis 6 von den Bowlern mit, um an den Seiten ein bisschen was aufzuräumen. Zauber, natürlich, Erdbeben. Oh, warte mal, wir machen ein bisschen was anderes. 4. Davon ein. Und 2 davon. Naja, das sind zu viele. Ich muss schon sagen, das wären einfach viel zu viele von den Skelettzaubern gewesen. Yay! Trainingstrank. Den schmeißen wir natürlich mal eben rein. So, benutzen. Jetzt kommt Stefan schon im Chat so. Das war aber sauknapp. Oh, wie bitter. Wie bitter. Aber dauern dafür lange. Aber dafür, es hat ja nicht an der Zeit gemangelt. Die Zeit war ja nicht das Problem. Ich glaube, wenn die Helden noch so 1-2 Level höher wären, dann hätte es vielleicht geklappt. Oder wenn vielleicht auch der Golem in der Clanburg, den ich ja jetzt... ich hatte ihn auf Level 7 und den Riesen auf 8. Wenn ich, glaube ich, beides Max gehabt hätte, hätte das vielleicht noch den Unterschied machen können. Aber gut, wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre Fahrradkette. Das ist dann komplett egal. Und dann würde ich sagen... machen wir kurz einen Cut. Wir wollen natürlich nochmal angreifen. Ich muss ja noch was ausbauen gleich. Wir können aber schon mal den ganzen Loot uns einsammeln. So. Das macht doch schon mal was aus. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ich kann nämlich, es reicht immer noch nicht. Oh, 20 Stunden noch Armeelager. Bis gleich. Ja gut, dann muss ich den ja wohl doch mal mitnehmen. Also, den kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht liegen lassen. 420.000 plus den Bonus aus Champions League 3 dabei. Also nein. Hier können wir nicht Nein sagen und werden da auf jeden Fall auch noch einen hinsetzen. Ja, könnte wahrscheinlich ein Overkill werden, vermute ich mal, weil er echt... Die Base ist natürlich ziemlich gerusht. Ich meine, schlecht für ihn, gut für mich. Also, ja gut, so extrem ist hier nicht gerusht. Die Mauern sind halt mega schlecht, einfach nur. Oh, ich habe den König vergessen. Was müssen wir holen? Wir müssen die Luftabwehr holen, im besten Fall natürlich auch noch... Moment, erstmal wird jetzt hier alles freigemacht. Luftabwehr und natürlich Adlerdef, das wäre schon mal ganz gut. Kriegen wir, glaube ich, auch hin. Es ist nichts gerade auf dem Feld, was irgendwie Probleme bereitet bei der Adlerdef eigentlich. Also, die ist auch schon weg. Die ist schon weg. Hol noch den Tesla. Ansonsten, von welcher Seite greifen wir gleich an? Oh, wenn wir den Feger auch noch bekommen, dann könnte ich schön von der rechten Seite aus angreifen. Wir setzen aber oben schon mal einen hin. So, es ist ja immer so die Sache, bei den... Oh, schnell die Königin zünden. Ist immer so die Sache, ne, bei den...
Elektrodrachen, da müssen wir immer ein bisschen auf Zack sein, sonst dauert das alles zu lange. So, Wutzauber kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ich kann aber noch einen Freeze benutzen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Wutzauber machen soll gerade. Jetzt kann ich, glaube ich, zum ersten Mal einen Wutzauber benutzen. Wir können aber einmal freezeln. Ja, ansonsten sieht das ja schwierig aus mit den Wutzaubern. So, jetzt endlich mal. Ja, die Queen wurde natürlich gerade nicht. Die Queen natürlich gerade nicht betroffen von dem. Von dem Warden. Das ist natürlich wieder super. Aber es reicht noch. Es reicht noch. Ich meine, wird eh ein Overkill. Es wird sowieso ein Overkill. Guckt mal, wie viele von den Elektrodrachen einfach noch da sind. Jetzt wird einer weniger. Weil er noch eine schöne. War noch eine schöne Luftfalle da, aber trotzdem. Ich habe noch zwei Freeze behalten. Ich habe noch einen Gift behalten. Ich habe noch einen Wurzauber behalten. Es gibt einen Overkill. Ich meine, was soll ich machen? Ah, gut, ich hätte weniger setzen können. Aber es ist auch zu spät. Ist egal. Ist egal. 7,4 Millionen haben wir jetzt. Ich muss den Loot mitnehmen. Plus nochmal 200.000 oben drauf sind 1,2 Millionen. Da sag ich natürlich nicht nein. So. Plus noch 3 Sterne natürlich. Für den Sternenbonus von 620.000, den ich ja auch noch gerne mitnehmen möchte, den wir auch auf jeden Fall später noch kriegen. Überlegen. Was baue ich aus? Sprungfalle? Einen Tag? Nee. Das reicht niemals aus. Kann ich nicht irgendwie noch ein Lager kann ich aber auch nicht ausbauen. Ich kann im Endeffekt gerade gar nichts ausbauen. Ich muss eigentlich noch ein bisschen sparen. Schwierig. 10,5 Millionen. Im Endeffekt kann ich echt kaum was ausbauen. Kein Mauerstück noch machen. Maximal. Ansonsten haben wir noch irgendwas übrig mit Elixier, was wir bauen können. Ja, hier, das zum Beispiel das ist sehr wichtig. Das Lager für Dunkle ist sehr wichtig. Ja, da müssen wir tatsächlich noch ein Mauerstück machen. Dann machen wir dieses Mauerstück für 5 Millionen. Haben dann ein weiteres gemacht. Und können jetzt das Lager endlich ausbauen für Dunkles. Was auch sehr wichtig ist auf jeden Fall. Und dann haben wir den Loot auf jeden Fall ganz gut verteilt. Sind am Ende dieser Episode. Ich werde nach diesem Clan-Kick wieder zurückgehen in den Clan The Return. Dann machen wir die Clan-Spiele, was glaube ich die besten Clan-Spiele aller Zeiten werden von den Preisen. Ich freue mich schon drauf. Und dann sehen wir uns später wieder. Macht es gut. Einen schönen Samstag noch. Adios. Tschüss. From left, right, side to side. Oh, yeah. All my friends are here. Play my favorite song right back on top. Yeah. And we never stop.